Ja, Leute, ihr liest ganz richtig. Beim letzten Projekt habe ich so richtig verkackt, denn ich habe nicht einmal angefangen, weil es schon in der Planung gescheitert ist. Das ist dieses Projekt hier, was ich euch jetzt noch nicht zeigen werde, denn wir müssen es erst bauen und dann lässt sich es auch ein bisschen schöner anschauen. Was ist denn passiert? Ihr seht, es sind einige Blätter. Denn das Komplizierte an diesem Projekt sind dieses Mal viele Teile, die sich verjüngen und halt eben auch eine Gärung haben. Und bei der Planung haben sich manche Gärungen überlagert, weswegen die Endmaße nicht gestimmt haben. Ich will euch damit gar nicht langweilen, aber das war für mich ein Punkt, wo ich mir gedacht habe, dieses scheiß Planungsprogramm bzw. das doofe Problem, was einen Meter vor dem Planungsprogramm, und zwar ich, gesessen hat. Das heißt, ich bin gescheitert, weil ich ein paar Fehler gemacht habe in der Planung. Deswegen habe ich mir noch mal ein bisschen Zeit genommen, habe das Ganze durchgeplant, sodass wir jetzt einige Blätter haben und wir jetzt das Projekt hoffentlich über die Bühne bringen können. Ihr wisst es, das Projekt fängt nicht in diesem Raum hier an, sondern da hinten, weil da das tolle Massivholz liegt und meine Pendelsäge montiert ist. Deswegen werden wir da einmal rübergehen und ganz vorsichtig das Holz zuschneiden, denn ich kann mir dieses Mal keine Verschnitte leisten, weil ich sonst nicht mehr genug Material habe. Es bleibt also spannend. Nicht fallen! Guck mal, mehr geht nicht. Das ist voll voll. Also mehr hätte es jetzt auch nicht sinn dürfen. Ich schätze nur, dass das hier 20 Euro Späne sind. Ohne Scheiß, das Holz ist richtig teuer und ist auch gar nicht so geil. Ich will nur schauen, dass es aus meinem Regal rauskommt. Also um Gottes Willen, das ist nicht kacke, das Holz. So habe ich es nicht gemeint. Sei nicht beleidigt. Nur ich weiß jetzt schon, weil ich alle diese ganzen Regeln damit aufteilen muss, dass das nicht so schön werden wird, weil das extrem viel Spannung in sich hat. Das ist amerikanischer Ahorn. Bedeutet, es ist ein sehr homogenes Holz. Wir haben nur bei einem Stück einen kleinen Ast drin. Das ist super, super gleichmäßig. Es ist aber sehr hell. Und dafür, was die Optik halt eben hergibt, ist es sauteuer. Wie gesagt, ich hatte die Bohle mal, weil ich Schneidebretter draus gemacht habe. Aber ich würde mir jetzt keinen amerikanischen Ahorn noch mal zulegen, weil das ist, ich glaube, teurer als Eichenholz sogar noch. Ein gutes Stück. Ich weiß es nicht mehr genau. Aber die Spannung und dieser ja, Esche aussehende Look, da kaufe ich lieber Esche. Das ist nämlich ein gutes Stück günstiger als hier dieser amerikanische Ahorn. Wo habe ich dieses Werkzeug? Da habe ich es doch. Thema Auftrennen. Und da dürfen wir natürlich jetzt nicht einfach die Hälfte am Anschlag einstellen. Ich habe es auch schon ein paar Mal am Anschlag eingestellt mit Beachtung auf das Sägeblatt, aber es hat nie so gut funktioniert. Da habe ich hier diese Vorrichtung. Das ist so ein Mittefinder. Da kann man zentrisch eine Mitte markieren. Ich benutze es tatsächlich ausschließlich, um mitten an solchen Riegeln, also Brettern, anzuzeichnen, um dann halt den Anschlag entsprechend ausrichten zu können. Wer kann sich noch daran erinnern, als ich hier diesen kleinen Helferlein gebaut habe? Richtig tolles Projekt. Ich benutze es immer noch. Ich nehme mir einfach hier meinen Riegel, nehme meine Vorrichtung, drücke die zusammen, dann bin ich schon auf der Mitte. Das kann ich einmal in die Richtung und einmal in die Richtung einen Strich machen. Und ich mache jetzt mal witzigerweise, auf der Seite jetzt nochmal einen Strich. Und da seht ihr, das ist exakt unsere Mitte. Das kann ich jetzt am Anschlag ausrichten. Und dann trennen wir unsere Bretter auch genau mittig auf. Das ist auch ganz schön. Dann haben wir ein bisschen Übermaß, damit wir die Bretter, wenn wir sie verleimt haben, wieder verhobeln können. Und dann einfach den Anschlag mittig auf den Sägezahn drehen. Und ihr seht, ich bin genau mittig auf meinem Sägeschnitt. Das können wir jetzt zuschneiden. Und jetzt hier unbedingt darauf achten, dass die Teile nicht durch die ganze Werkstatt fliegen, weil da wird sehr wahrscheinlich Spannung drauf sein. Die ganzen Teile sind jetzt einmal aufgetrennt und sind jetzt einmal markiert, damit wir einfach unsere Paneelen gleich herstellen können.
Es hat nicht so oft gekeilt wie beim letzten Mal. Liegt wahrscheinlich daran, dass das Holz noch einige Monate bei mir in der Werkstatt jetzt ruhen konnte. Das hat wahrscheinlich geholfen. Aber beim letzten Mal, ey, da ist wirklich jedes dritte Stück ist wirklich durch die Werkstatt geflogen und ich muss die Maschine ausmachen. Aber egal, wir haben ja die Teile aufgetrennt. Was bietet sich hier an? Also, wir haben unsere Teile so in etwa gerade aufgetrennt. Da ist was richtig Schönes, was wir jetzt einfach beachten können, damit wir das auch gerade ins Projekt einbauen können. Und zwar ist das hier die Tatsache, dass wir das Ganze spiegeln können. Wir können das aufklappen und dann haben wir so wie im Buch beide Seiten links und rechts parallel stehen. Das ist eine kleine feine. Ihr wisst, was ich meine, das sieht schöner aus, wenn das Holz aufgeklappt ist. Ist geil. Deswegen, jo. Da ist jetzt natürlich auch das Schreinerdreieck eine große Hilfe, dass wir wissen, wie unsere Teile gleich nochmal zusammenkommen müssen. Das heißt, die habe ich mal einmal alle markiert. Jetzt werde ich sie einmal fügen, damit wir auch eine schöne Leimfuge haben. Und dann können wir sie verleimen und dann können wir mal schauen, was wir dann als nächstes machen. Wer hätte es gedacht, als nächstes können wir das Ganze verleimen. Ich benutze hier wie jedes Mal meine Rohrschraubzwingen. Die benutze ich mittlerweile wirklich, ey, ich habe die so oft im Einsatz und ich liebe diese Teile. Liegt nicht nur dran, dass ich sie auch verkaufe, um Gottes Willen. Das sind auch einfach, weil sonst würde man sie nicht verkaufen über einen Online-Shop. Ihr könnt auch gerne mal in die Videobeschreibung schauen. Da gibt es eine Anleitung, wie ihr euch dieses Gestell bauen könnt. Wenn ihr solche Rohrschraubzwingen halt eben kauft, dann könnt ihr euch das Gestell einfach bauen. Das ist wie gesagt eine kostenlose Anleitung auf der Webseite. Ich packe euch mal einen Link in die Videobeschreibung. Ich zähle bis drei. Hi Karamba, gerade haben wir noch die Bretter verleimt. Einiges an Zeit ist jetzt leider vergangen, weil ich mich ein bisschen in den Winkeln verloren habe. Ich habe jetzt hier eine 1:1 Schablone gemacht. Schablone, ich kann es euch empfehlen. Holt euch irgendein Billo-Holz, irgendeine Spanplatte und macht euch solche Dinge als Schablone. Das ist immer sehr zu empfehlen. Weil ich aber jetzt hier schon zu viel Zeit verloren habe, werden wir jetzt als erstes mal oben den Korpus fertig machen. Weil das hier können wir dann noch drumherum anpassen. Jetzt wird's geil. Huiuiui, gestern ging's ja noch drüber und drunter, aber das habe ich mittlerweile festgestellt, ist oft bei diesen Projekten, dass der erste Tag ein bisschen turbulent ist und dann ist so die erste Richtung gegeben und dann läuft's eigentlich wie geschmiert. Als nächstes gehen wir mal zum Frästisch, denn wir müssen einige Nuten fräsen. Um genau zu sein, müssen wir drei fräsen. Zwei vorne für die Schiebetüren und eine Nut hinten für die Rückwand. Als nächstes kommt dieses Werkzeug hier ins Spiel. Das Werkzeug ist wie gesagt neu im Online-Shop und damit kann man einmal die Höhe unter dieses Messblättchen messen und auch einmal überhalb. In den meisten Fällen braucht man hier unten diesen Anschlag, in dem Fall werde ich auch hier unten diesen Anschlag benutzen, aber wir haben beide Dicken einmal angegeben. Ich werde das Ganze nicht auf die richtige Höhe einstellen. Ich werde das Ganze locker lassen und lasse meinen Fräser dieses Blättchen hier hoch und runter bewegen. Das finde ich geht noch ein bisschen einfacher. So ist das Werkzeug auch vielseitig einsetzbar. Ich möchte eine 6 mm Nut fräsen. Das ist dann später einfacher mit 5 mm einzustellen. Einmal kontrollieren. Jawohl, 6 mm. Das passt schon mal. Die Höhe haben wir jetzt schon mal eingestellt. Jetzt müssen wir noch den Abstand einstellen. Hinter dem Fräser möchte ich einen 6 mm Steg stehen lassen. Plus den Fräserdurchmesser. Da sind wir bei 8 mm, 6 mm, sind wir dann bei 14 mm. Das kann ich jetzt einmal einstellen. 6 plus 8. So, das ist ziemlich genau unser Maß. Das können wir jetzt einmal wieder feststellen. Natürlich machen wir jetzt eine Probefräse. 6,3 mm auf Zehntel gehen wir in dem Fall nicht. Die Tiefe unserer Nut, da sind wir genau bei 14 mm. Und die Tiefe in dem Fall 6 mm passt auch. Das heißt, das können wir jetzt einmal mit dieser Einstellung komplett fräsen. Leute, die beste Fräse bringt nichts, wenn man sie nicht richtig einstellen kann. Deswegen denkt daran, wenn ihr euch einen Frästisch baut, kauft euch irgendwie oder baut euch selber irgendwie eine Vorrichtung, dass ihr es heute auch immer ausmessen könnt. Da macht es auch wirklich Spaß.
Denn das Ding ist wirklich wie geschmiert. Und wir können das Ganze jetzt erstmal probehalber mit Flachdübel miteinander verbinden. Mein vorderer Verschluss, den werde ich jetzt einmal mit 180 schleifen, dann kann der direkt geölt werden. Dann wird der geölt eingebaut. Mehrere Arbeitsplätze sind cool, denn jetzt kann ich hinten hinter meiner Dikte, da brauche ich jetzt im Moment eh keinen Platz, da kann ich da einmal die Teile ölen, die können dann ein bisschen trocknen, beziehungsweise das Öl kann einziehen, dann den Rest schleife ich dann währenddessen das passiert und dann können wir es auch gleich schon zusammenbauen. Falls ihr euch fragt, welches Öl ich benutze das Kontoholz-Schneidebrettöl. Wie gesagt, da wird es, ich habe es schon gesagt, in Zukunft noch ein paar Änderungen geben. Das heißt jetzt noch Schneidebrettöl, aber ihr seht, ich benutze auch für reguläre Projekte. Die Rückwand öle ich auch gerade, da schaue ich aber, dass nicht so viel Öl an die Kanten runterläuft, denn ich will später noch einen Tropfen Holzleim in die Nut bringen, damit die Rückwand das Ganze so ein bisschen im rechten Winkel hält. Wie gesagt, das ist nicht unbedingt notwendig, aber ich mache es jetzt so, da kann ich heute Nacht besser schlafen. So, während das jetzt einzieht, schleifen wir den Rest mit 180. Wir müssen zwar sowieso außen später noch ein bisschen was schleifen, weil wir natürlich auch den Überschuss abnehmen an Holzleim und das nochmal verschleifen. Aber lieber jetzt schon mal den Großteil der Flächen schleifen, da haben wir später einfacher. Als nächstes verschließe ich schnell die Stutzen, die sich hier ergeben haben, also die durchgängige Nut. Dann nehme ich mir einfach ein Stück aus dem entsprechenden Holz, spitze das vorne etwas an. Und beim Reinklopfen müssen wir jetzt echt aufpassen, dass wir das Ding nicht sprengen, weil wir haben hier natürlich eine extreme Hebelwirkung. Das heißt, wir klopfen das leicht rein und der Holzleim soll den Rest erledigen. Und diesen Überstand schneiden wir einmal ab. Wenn er genau schaut, da sieht er das obere Teil, was bereits fertig ist, dahin auf dem Langbandschleifer stehen. Aber das werdet ihr später sehen, wenn wir alles miteinander fügen. Als nächstes wollen wir uns mal so ein bisschen um die Rahmenkonstruktion kümmern. Und da werde ich tolle astige Eiche von Philipp benutzen. Da habe ich hier eine Bohle, die ist ein bisschen kerniger. Und ich denke, das ist ein schöner Kontrast zu diesem sehr, sehr gleichmäßigen amerikanischen Ahornholz. Und genau, die werden wir jetzt einmal in der Mitte aufteilen, abrichten auf dicke Hobel. Und dann habe ich mir ein paar Schablonen hergestellt. Die können wir anzeichnen und rausschneiden. Was wichtig ist, ist Fritz und Franz. Denn sonst können wir hier die Bohle nicht so sauber führen. Und das ist einfach gefährlich. Mit anderen Worten. Jetzt zugeschnitten. Als nächstes kann ich meine Gärungen anzeichnen und da achte ich halt jetzt ein bisschen drauf, dass ich hier solche Fehler so verstecke, dass wir sie sowieso rausschneiden müssen. Als nächstes müssen wir ja hier diese Teile, das ist zum Beispiel oben die waagerechte, die über dem Korpus liegt. Da müssen wir jetzt halt eben das Ganze auf Länge bringen und vor allen Dingen hier einen gewissen Winkel dran schneiden. Ich habe mir eben die Arbeit gemacht und habe hier eine 1:1 Schablone gemacht und die macht es mir halt eben jetzt relativ einfach. Da kann ich mich jetzt das Ganze an das Sägeblatt legen und stelle das Ganze erstmal auf den richtigen Winkel. Und jetzt kann ich einfach hier dieses Teil an meinen Anschlag legen. Ich lasse hier so ein bisschen Luft zum Sägeblatt und kann hier jetzt tendenziell erstmal, wenn alles passt, direkt zuschneiden. Das heißt, ich lege sie jetzt einfach nur noch an und kann meinen Winkel anschneiden.
Ich habe meinen Rahmen aus Massivholz jetzt mal grob fertig geschliffen und die Teile sind auch alle gleich groß. Wie wir die später anpassen werden, damit dann auch alles fluchtet, zeige ich euch, wenn es soweit ist. Aber als erstes müssen wir jetzt mal diesen Rahmen hier miteinander verbinden und da werde ich Holzdübel benutzen, weil ich habe ja wieder eine Langlochbohrmaschine. Da kann man sehr, sehr einfach mit Dübelverbindungen herstellen und da zeige ich euch jetzt, wie einfach es ist, mit der Art und Weise das zu markieren. Das ist der erste Punkt. Dann das Ganze zu bohren und wie man es dann halt eben miteinander verbinden kann. Ist ultra einfach. Ich zeige euch, wie es geht. Als erstes markiere ich mir meine Oberseite. Danach markiere ich das Ganze hier, wie als wenn ich Flachdübel setzen werde, mit zwei Strichen. Und diese zwei Striche müssen miteinander fluchten. Da kommt später die Holzdübel rein. Danach drehe ich das Ganze einfach rum, schnappe mir einen kleinen Winkel, verbinde die Linie auf die nächste Seite. Die Höhe habe ich an der Langlochbohrmaschine schon vorgegeben. Das heißt, hier ist einfach nur die Breite entscheidend, wo die Linie lang läuft. Da müssen die Bohrungen hinkommen. Das markiere ich jetzt überall und dann können wir es einmal fix bohren. Und jetzt können wir das Ganze mit normalen Holzdübeln verbinden. Diese Teile konnten jetzt trocknen, die müssen jetzt einmal bündig geschliffen werden. Das ist so eine Sache, das ist immer ein bisschen blöd, weil wenn man so einen Exzenterschleifer macht, tendiert man immer dazu, irgendwie ein bisschen eine Delle reinzuschleifen. Es funktioniert natürlich auch, man muss da halt eben ein bisschen mehr aufpassen. Ich habe mir einen Breitbandschleifer gekauft, deswegen können wir einfach dieses Teil durch einen Breitbandschleifer schicken und dann haben wir eine geplante Oberfläche. Und das ist schön, das zeige ich euch einmal, wie das aussieht, wenn man so ein gorgliches Holz durch einen Breitbandschleifer schiebt, ist eine feine Sache. Eigentlich relativ simpel, Maschine anmachen und Teil durchschicken. Natürlich muss man hier beachten, wir schleifen hier quer zur Faser, da müssen wir trotzdem später mit dem Exzenterschleifer schon noch ein bisschen schleifen. Das lässt sich hier aber nicht anders umsetzen. Ich habe zwar die Maschine einseitig offen, das Feature nutze ich aber nicht ganz so gerne, weil ich das Gefühl habe, dass man dann etwas schief schleift. Wie gesagt, diese quergeschliffene Maserung, das ist kein Problem, das schleifen wir später raus. Deswegen können wir die Maschine starten und das Ganze schleifen. Leute, ihr wisst, was an der Zeit ist. Ich habe alles geschliffen. Jetzt können wir mal alles zusammendengeln. Und dann sind wir nicht mehr so weit von entfernt, dass wir noch weitere Teile zusammendengeln können. Wo fangen wir jetzt an? Hier, ne? Jetzt nicht zu viel Holzleim, damit wir es nicht an diesen schmalen Stücken. Wird schnell immer so schwer. Bis jetzt sieht es ja schon gar nicht mal so verkehrt aus, aber es fehlt noch was Essentielles, dass das Design abgerundet wird und das sind die Zwischenböden. Der untere ist bereits drin, da habe ich es einmal hinter der Kamera ausprobiert, ob es auch funktioniert. Den nächsten Zwischenboden werden wir jetzt zusammen reinpacken. Da habe ich mir jetzt hier einfach solche Distanzhölzer zugeschnitten, die können wir unten auflegen und dann verschrauben wir das. Aber so, dass man die Schrauben später nicht mehr sieht. Keine Bahn. Diese nicht ganz so schönen Schraubenlöcher wollen wir jetzt natürlich noch verschließen. Da werden wir uns jetzt entsprechende Zapfen herstellen. Deswegen kommt der Forstnerbohrer raus und mein Zapfenbohrer, wo ist er? Der kommt hier rein. Die sind tatsächlich echt günstig. Und da war ich damals auch erstaunt, wie gut der tatsächlich funktioniert. Ich zeig mal, wie das aussieht, wenn man den benutzt. Einfach einschalten. Am besten immer so schneiden, dass außen die Späne geräumt werden können. So, einer. Zwei. Ihr seht, da brauchen wir auch nicht wirklich große Drehzahlen. Reicht auch eine langsame Umdrehung.
So, einfach ein bisschen Holzleim auf die Kante von diesem kleinen Holzstutzen geben. Das passt mal soweit. Und wo man jetzt nur drauf achten sollte, damit es irgendwie von der Optik her passt, ist, dass die Maserung auch wirklich längs verläuft. Leicht anlegen und dann einschlagen. Trick 17, direkt verschleifen, dann füllt der Schleifstaub Lücken, die angefallen sein könnten, aber die passen sehr, sehr gut. Das heißt, das wird ein schöner Verschluss. Ich glaube, weswegen man das Ganze hier macht, ist die Belohnung, dass man später ölen kann. Das kommt nämlich jetzt. So Leute, offensichtlich ist das Projekt fertig. Abonniert gerne den Kanal. Es werden jetzt noch weitere Möbelbauprojekte kommen, rund zum Thema Holzbau, aber auch noch ein paar Werkstattprojekte, damit die Werkstatt einfach ein bisschen effizienter ist. Das soll es für heute gewesen sein. Lasst mal gerne einen Kommentar da. Da bin ich im Moment wieder sehr aktiv in der Kommentarspalte. Und bis zum nächsten Video sage ich Tschüssi.